Flohmarkt-Time ist wieder angesagt. Venus World heißt euch wieder recht herzlich willkommen. Freut mich echt mega, dass ihr bei mir gelandet seid. Aber vorab, ich muss mich bei 298 Abonnenten bedanken. Kuss geht raus an die Abonnenten. Echt Hammer Support von euch. Finde ich mega genial, dass ihr da so mitzieht. Ich bin jetzt seit Januar dieses Jahr bei YouTube. Würde mich freuen, wenn wir noch die 300 voll machen, weil das war so ein heimliches Ziel von mir, 300 Abonnenten. Das habe ich mir dann so zur Mitte des Jahres gesetzt, dass ich 300 Abonnenten schaffe. Deswegen würde mich echt mega freuen, wenn wir die 2 Abonnenten noch dieses Jahr hinbekommen. Es wird dann auch wieder eine Verlosung geben bei 300 Abonnenten, also ihr dürft euch darauf auffreuen. Jetzt genießt das Video, es waren ein paar kleine Funde dabei, deswegen ist das Video ein bisschen kürzer, weil ich nicht so viel gefunden habe. Aber lasst trotzdem gerne einen Daumen nach oben da, würde mich mega freuen. Kuss geht raus an euch und jetzt schon mal einen schönen Sonntagabend und einen schönen Feiertag morgen. Ciao. Letzte Woche habe gar nichts gefunden. Allerdings war da auch auf dem Flohfeld, dann war in der Wandelhalle Flohmarkt. Ja, mal hier wieder eins von den negativen Beispielen. Ich frage mich, warum ich hier nicht nach dem Preis gefragt habe, aber ich wusste wirklich nicht, dass ein Nintendo Wii-Spiel Punch-Out so viel wert ist. Von dem her habe ich es einfach liegen gelassen und bin einfach weitergelaufen. Beim nächsten Mal werde ich es auf jeden Fall kaufen. Ja, nach so Serien und DVD-Staffeln schaue ich ja auch immer mal wieder. Ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, dass die Serie komplett ist. Wenn ihr alle Staffeln habt, dann geht es richtig gut raus, manchmal so für 20, 30 Euro so eine Serie. Und auf jeden Fall günstig einkaufen, dann macht ihr da auch gar keinen Fehler mit. Ja, das Heavy Rain für die PlayStation 3 fehlt mir noch in meiner Sammlung, deswegen habe ich es mir auch angeschaut, aber es war wirklich komplett vom Regen zerstört, deswegen habe ich es auch liegen lassen. Ja, bei Wer wird Millionär denkt man natürlich, dass es vielleicht was wert ist, aber leider ist das Spiel gar nichts wert, deswegen einfach liegen lassen und weiterlaufen. Das ist der Spieler, Maria.
Ja, bei dem Guild Wars war ich mir nicht sicher, ob die gebraucht auch so viel wert sind, weil das war der Preis, wo ich eingeblendet habe, war neu. Ich vermute, man könnte dort vielleicht auch einen Code gebrauchen. Ich kenne das Spiel leider nicht, deswegen habe ich es auch liegen lassen. Ja, nach Tiptoy schaue ich ja auch immer aus, aber dieses wir spielen Schule ist leider ohne den Stift, deswegen erst gar nicht ohne den Stift, braucht ihr keinen Tiptoy mitnehmen, die bringen meistens nicht so viel, außer er will jetzt einen Euro dafür, aber das ist eher unrealistisch. Deswegen ohne Stift immer liegen lassen, Tiptoy. Sehr gut, sie haben klein, sehr gut. Dankeschön. Ja, passt. Was? Was soll dein Spiel kosten? Such dir eins aus, wenn du mehrere das möchtest. Zum Beispiel das. Gibst du mir dafür 6 Euro. 10 Euro. Die sind noch alle gut, also wohl ein oder zwei Mal. Wie viel die vier, Chef? 20. 15 würde ich nehmen. Machen wir 18. 17. Hast du mal reingeschaut? Ja, ich schau noch mal rein. Es ist drin, oder? Ja, ich weiß gar nicht. Ja, ist drin. Da ist drin. Ja. Ich schau noch mal rein. Ja, genau. Also, die sind kratzerfrei, alle, das weiß ich. Ja, die sehen auch gut aus. Schau die Anleitung hier. Aber ja. Egal. Hat nur die Spielsache da. Zikus haben sie nicht drin, nur Kunststoff, gell? Drüben haben wir auch noch was. Kunststoff, alles gemischt. Sie können reinschauen, wenn Sie möchten. Genau. 17 haben wir gesagt. Genau, 17 haben wir gesagt. Drei zurück. Danke dir. Ja, leider sind wir schon wieder beim Ende vom Video angekommen. Ich hoffe, ihr habt die Aufnahmen gefeiert. Zum Schluss habe ich ja noch was gefunden, zum Glück. Da war einmal dieses Tekken für die PSP, ist es in einem kompletten Zustand. Die Hülle war leider echt ein bisschen schäbig, aber mir fehlt es noch in meiner Sammlung, deswegen habe ich es auch so mitgenommen. Und bei dem Bundle von 17 Euro war das ja fast praktisch umsonst. Dann habe ich hier einmal dieses Resident Evil für die Xbox, das kann ich leider nicht gebrauchen. Geht wieder so in die Tauschkiste, weil es so 10, 15 Euro bringt es auf jeden Fall. Und von dem her kann man dafür echt gar nichts sagen. Und genauso hier auch bei dem Resident Evil 2, das bringt auch so 10, 15 Euro. Und das Red Dead Redemption bringt auch so 10 bis 15 Euro. Also 45 Euro für die drei Spiele, echt mega genial. So rum, 45 Euro für die drei Spiele, echt mega genial, freut mich. Und ich hoffe, euch haben die Aufnahmen auch wieder gefallen. Wenn ja, lasst dafür gerne einen Daumen nach oben da, würde mich echt mega freuen. Kuss geht raus, jetzt schon mal einen schönen Sonntagabend. Und auf jeden Fall einen schönen Feiertag morgen, genießt den Tag. Ciao, schönen Abend noch.